Willkommen zurück zu einer weiteren romantischen Folge The Last of Us auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder romantisch mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter und wenn ihr dieses Spiel hier gewinnen wollt, bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. So, dann steppen wir hier mal durch. Gehen wir durch die Gasse. Oh oh. Der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Nein. Der will's aber auch wissen, ha? Huh? Ich weiß nicht. 20? 25, Mann. Was denn? Ich schwöre. Du hast 25 Dosen Bacon? Tja, 24. Hab eine verputzt. Woher hast du 24 Dosen Bacon? Militärspind im Hotel. Von damals. Ruben und ich sind drauf gestoßen und haben alles geteilt. Das Zeug ist okay. Wann machst du mehr? Warum? Warum wohl? Ich will was. Ja, klar willst du. Mann, ich hab deinen Arsch vor dem Klicker gerettet. Ich denk drüber nach. Ich hätte dich verrecken lassen sollen. Oh Mann, ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Das wirklich gut. Bacon, Mann. Klar schmeckt das gut. Okay, der hat 24 Dosen feinsten Bacon. Wow. Oh, Kacke. Kacke. Dass der sich aber auch dann genau umdrehen musste, der Sack. Oh, der Fetzial ist weg. Verdammt, womit schießen die da auf uns? Seine Art Geschützturm. Bleib unten. Wow. Oh, gibt's nicht. Gibt es nicht. Alter, wie schnell war der denn am Abzug? Er dodgt und schießt. Ja, und schon hab ich's versaut, das meine ich. Ein Fehler und... die Show ist over. Der hier mit seinem verdammten Bacon. Hey Mann, mach jetzt keinen Scheiß. Ich mache eine Menge Scheiß, mein Freund. Scheiße machen ist mein Ding. So, der hier ist schon mal weg. Können wir die auch ignorieren? Oh Mann, ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Okay, der dreht sich hier. What? Er hat echt verdammt gute Augen. Kacke. Okay, los. Gib mir Deckung. Deine Art Geschütztor. Bleib unten. Und die werden nicht getroffen, oder was? Los, Deckung. Ich verliere. Ah! Alter, wie ich ihm den Arm weggeschossen hab, ne? Da hinten liegt er. Einer von denen mogelt sich von hinten ran. Ich brauche Deckung. Gar nicht gut. Okay, will er jetzt kommen oder nicht? Wo ist der denn jetzt wieder hin? Ich verliere. Ist da einer? Ist da irgendwas? Ist da Loot? Mehr oder weniger. Kleine, geht's dir gut? Hochkonzentriert. Büro.
Niemals. Er darf nicht entkommen. Tja, Freunde, mit mir habt ihr ein Problem, ha? Huh? Ist das der Typ mit dem Bacon? Hier ist er. Er ist hier drin. Gott. Gott. Verdammt. Alright, ich glaube, die Lage hat sich beruhigt. Oh, Shotgun-Muni. Dankeschön. Ich kann trotzdem nur 15 mit mir rumschleppen. Viel zu wenig. Okay, wo lang, wohin? Au! Was willst du, hä? Was willst du, Alter? Gott, gehst du mir auf die Nerven? Okay, ich muss mich heilen. Kleine, wenn du willst, ne, kannst du ihn da hinten wegschießen. Komm schon, Alter. Der aber auch wirklich hier hinten sich einbunkert und in Deckung bleibt. Will er nicht. Wow, wow, wow. Okay. Okay. Kacke. Easy. Ganz easy. Wenn wir das Ding zerstören, dann ist für die alles verloren. Haben sie nichts mehr. A Joel for President. Ein Mann. Unverwüstlich. Eine Killermaschine. Sein Name Joel. Seine Mission, alles töten. Okay. Kann man mitnehmen. Warte mal, hier geht's nicht hoch. Das heißt, wir müssen wirklich aus dem Gebäude raus. Oh, no, 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 no. Und dann darüber. Ich glaube, sie sind weg. Ja, ich habe schon 100 von ihnen getötet. Also irgendwann muss man vorbei sein. Ich glaube, die Hunters hier in Boston sind erledigt. Also von dem harten Schlag in die Fresse werden die sich nie wieder richtig erholen. Wie denn auch? Die wurden so hardcore kaputt gepimmelt. Fertig mit der Welt. Jo, alles gefunden. Perfekt. Swaps. Die gehen aber auch nicht auf. Na, was haben sie denn da vorne draufhängen? Ein Deserteur? In Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen.
Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut nett. Tut echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Dann sieht es jetzt vermutlich wie hier aus. Und sowas lasst ihr liegen, Leute. Sowas Wichtiges. Kapitel 8. Verbesserter Radius von Brandbomben. Konstruktion. Bei allen Brandsätzen muss auf die Konstruktion geachtet werden, um eine einwandfreie Detonation zu gewährleisten. Aber wenn man sowas liegen lässt, dann kann man auch nicht überleben. Ich lese hier so ein Knacks-Bausparheft von der Sparkasse. Und hab die Bildung, die ich brauche, um Atombomben zu bauen. Kennt eh keinen Arsch mehr, oder? So ein Knacksheft von der Sparkasse? Nee, ne? Knacks. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der, Ich hab versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist sehr ehrenhaft. Das meine ich, der ist so ein misstrauischer Typ. Als ob der einfach so dann... Naja. Na bitte. Na bitte. Cool. Ja, ist verdammt cool, ne? Cooler Typ. Klebeband. Warum ist Klebeband denn so unglaublich selten? Ah, 2,5 Rollen. Klebeband? Ne, hier so ein bisschen Kram. Das Spiel hasst Klebeband. Lappen, ja klar. Und Pillen. Pillen sind geil. Wie viele Pillen habe ich schon wieder? 65. Ey, da kommt echt was rein, ne? Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Die Tiefphase. Buch 10. Tiefphase. Bis jetzt hat Danielas Phasenverschiebungsgerät den von Neumann und ihrer Mannschaft vor dem Sensornetzwerk der Reisenden verborgen. Aber während sie jeder Nullpunktsprung noch tiefer in das riesige interstellare Imperium bringt, schwinden die Hoffnungen auf eine Rückreise. In 3 Tagen haben sie ein Viertel des galaktischen Radius zurückgelegt und in 2 weiteren werden sie die Heimatwelt der Reisenden erreichen. Wenn alles glatt läuft. Was natürlich nicht tun wird. Oh, Klebeband! Eine ganze Rolle. Uiuiuiui, hot. So, dann kannst du auch hier wieder Klingen mitnehmen. Eine ganze Rolle Klebeband, nur für mich. Das ist das, was ich mir zu Geburtstag und zu Weihnachten wünsche. Wenn jemand fragt, was hast du für einen Wunsch, sage ich Klebeband. Aber eine ganze Rolle, nur für mich. So, nichts übersehen, waren wir in diesem Raum? Ne, da waren wir nicht. Okay. Ja. Irgendwo war noch ein bisschen Klinge da vorne, glaube ich, ne? Alright. Stabil. Oben sind wir gekommen.
War nix. Weiter. Immer heiter weiter ins Unglück. Pop-up-Toys. Die besten. Halt, halt. Seid alle mal leise. Weg von den Fenstern. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Voll mies, Alter. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Ellie? Hm? Was machst du da? Den Transformer mopsen? Wie sie aber auch echt wartet, bis man sich wegdreht. So im Sinne von, hast du nicht gemerkt, ne? Das ist schon ganz clever. Ellie, gib uns Deckung. Was gefunden? Na klar. Nichts. Sam, da oben war wohl jemand, bleib bei ihr. Sie sind weg. Okay. Wo sind die anderen? Sie wollten nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Nur die beiden? Ah, ne, da hinten ist noch ein dritter. Kumbaya. Ich habe nichts zum Werfen. Dumme Route. Echt eine verdammt dumme Route. Immer mit der... Na gut. Alter. Alter, der bekommt aber eingeschenkt. Hey. Pal? Hab ihn, rückt auf! Das gibt es nicht! Läuft er da zickzack, der Dude. Das sind eben meine berühmten Totschlägerkellen. Gegen die kannst du nichts machen. Das war's. Das kannst du auch nicht schwätzen. Na los, hier auf den Truck. Warte, Moment. Lootet ihr nicht? Ihr NPCs. Immer looten. Regel Nummer 1. Looten. Da drüben! Noch mehr. Jetzt bleiben die hier wirklich alle undercover. Ah, viel zu... Da ist hier noch eine Kugel. Boah! Dafür wirst du bezahlen! I don't think so. Was einem Mann das Leben aber auch echt verdammt schwer. Alles gut? Ich glaube, langsam wird's dunkel. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Nur, ich habe einen Schlüsselmann. Und woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Warte, warte, warte. Looten, looten, looten. Also so wie ich euch kenne, habt ihr irgendwas übersehen. Ihr Nasen. Ja, guck mal hier. Auf dem
Kackhausdeckel. Aber sonst haben sie anscheinend endlich mal ganz gründlich gespielt. Nun, Densen, Frenzen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn ihr mich unterstützen wollt, denkt daran, einfach nur bewerten. Ansonsten, Gewinnspiel läuft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!